Tatort Mühlendamm Nummer 5. Hier im einzigen Hanfmuseum Deutschlands ist der Sitz des Bündnis Hanfparade e.V. Letzte Vorbereitungen für die zweite Hanfparade in Berlin am 29. August. Das Ziel ist die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Ihr Pressesprecher Martin Müncheberg zum Wie der Legalisierung. Also nach der Legalisierung muss ein Modell gefunden werden, wonach halt dieser Stoff abgegeben werden kann. Natürlich nur an Leute über 18 Jahre und ich denke mal, man muss da einfach mit auch schon ziemlich genauen Vorschriften Coffeeshop-Betreiber oder halt die Apotheken motivieren, da auch keine Ausnahmen zu machen, weil sonst würden sie halt die Lizenz verlieren. Bis es soweit ist, bleibt der Anbau dieses berauschenden Grases illegal. Der Streit zwischen Senat und Organisatoren um den kommerziellen Charakter der Hanfparade wurde noch in letzter Minute beigelegt. Pünktlich um 14 Uhr ging es los. Vom Alexanderplatz Richtung Brandenburger Tor. Etwa 20.000 Hanfanhänger waren da und sie feierten. 4 Wochen vor der Bundestagswahl beteiligten sich Vertreter aller großen Parteien außer der CDU an der Hanfparade. Einige von ihnen sprachen auf der großen Abschlusskundgebung, wo auch Bands wie Zion Train, 5 Sterne Deluxe und Mutabor die Stimmung anheizten. Marijuana is not a drug, man. Marijuana is a medicine. It good for asthma, good for tuberculosis, it good for alles, it good for sex also. Entschuldigung. Die ganzen Leute hier, die machen auf mich einen sehr friedlichen Eindruck. Ist eine Meinung, die Sie bestätigen können? Ja, also muss ich bis jetzt bestätigen, ist sehr friedlich bisher hier abgegangen, alles, die ganze Sache. Und wir hoffen auch, dass im weiteren Verlauf friedlich bleiben wird. Hat Jesus gekifft? Jesus hat nicht geraucht. Jesus war der Sohn Gottes und Jesus war ohne Sünde. Der Markt der Möglichkeiten bot Informationen und Produkte rund um den Hanf und viel Platz zum Meinungsaustausch. Ich denke, wenn viele vom Alkohol wegkommen würden und zum Hanf umschwenken, das wäre ein großer Gewinn für die Gesellschaft. Weil ein bekiffter Vater kommt nicht nach Hause und verprügelt seine Familie und die Kinder werden wieder gewalttätig. Man kann das essen, man kann das trinken, man kann sich damit kleiden, man kann sich damit waschen, man kann damit ein Auto betreiben, man kann es riechen und man kann es rauchen.